So gefährliche Sachen haben auch immer einen ziemlich schnellen Stoffwechsel, ne? Ah, das ist ein Frosch. Ich weiß nicht, ob der schon aufs Klo musste. 145er. Männchen? Weibchen. Jackpot. Hallo und willkommen zurück zu Ark Genesis. Wir sind heute mit Bloody Mary und Skiff unterwegs. Skiff ist ja sowieso immer dabei. Da unten ist er unterwegs. Und wir sind mal wieder im Sumpfbiom und schauen uns hier mal so ein bisschen um. Hier gibt es nämlich einige coole Tiere, die wir vielleicht noch gebrauchen könnten. Und mit Bloody Mary ist das immer super gut. Mit der sehen wir nämlich genau, was hier so rumläuft auf den ersten Blick. Wir gehen also heute so ein bisschen zähmen, so ist der Plan. Und seit neuestem funktioniert auch das Fernglas wieder. Und zwar auf den Bloodstalkern. Da konnte man ja das Fernglas nicht nutzen, beziehungsweise es hat einfach nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt aber. Das ist ein 130er Kentrol, ist auch ziemlich cool eigentlich, ne? Moment, erzähle ich jetzt Blödsinn. Also es hat eben funktioniert. Ja, also es funktioniert jetzt. Das ist schon ziemlich cool, weil das hat ja ewig lange nicht funktioniert. Ich glaube, wir brauchen keinen Kentro, oder? Da ist ein Oviraptor unterwegs. Und das wäre ziemlich cool, wenn wir den Oviraptor mit nach Hause nehmen könnten. Der Kano ist... Kano haben wir auch noch nicht, ne? Oh, ich glaube, das Fernglas funktioniert nur manchmal. Das ist jetzt echt schade. Ich habe mich so gefreut. Jetzt kommt da ein Level 20er. Was machen wir denn mit dem? Den können wir gar nicht aussaugen. Das heißt, wir machen das irgendwie anders, ne? Gucken wir mal. Das wird mir vielleicht einfach abknallen. Wo schieße ich denn eigentlich gerade hin? Kann mir das jemand erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch gerade den Modus nicht wechseln. Oh oh. Jetzt geht's wieder los. Ich will eigentlich wieder in den normalen Modus. Waffe wegstecken. Okay. Und ohne nicht den Oviraptor erschrecken. Jetzt steigen wir kurz ab. Ich habe durch den Kano durchgeschossen irgendwie. Das war ganz komisch. Wenn man einmal denkt, dass irgendwas funktionieren würde. Nein, tut es nicht. Okay. Jetzt ist der Kano aber down. Wir haben unsere Ruhe. Da sind Insekten da vorne, ne? Das heißt, wir können jetzt mal versuchen, diesen Oviraptor zu zähmen. Der ist, glaube ich, auch nicht High Level. Aber das ist bei uns bei einem Oviraptor vollkommen egal. Den wollen wir nur zähmen, damit wir den Oviraptor-Buff bekommen. Das ist ja noch so ein Ohrenraptor. Der hat Ohren. Das ist kein normaler. Das ist ein Bunny-Oviraptor. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Den brauchen wir eigentlich nicht, ne? Schade. Ich habe nämlich sogar Eier organisiert. Aber hier gibt es ja jede Menge Oviraptoren, also ich denke, da finden wir noch einen. Ich habe mal Tech-Raptor-Eier mitgenommen, weil davon haben wir ziemlich viele. So richtig große Eier haben wir eigentlich nicht. Wir müssten eigentlich langsam so ein paar Magmasaurus-Eier haben, ne? Theoretisch. Na gut, dann halten wir weiter die Augen offen. Also Ziel für heute ist auf jeden Fall mal so ein Oviraptor. Und vielleicht... Das ist ein Dillo. Vielleicht finden wir einen coolen Frosch oder so. Das wäre ja auch ziemlich cool. Da ist einer. Die gibt es hier echt häufig. Gut. Wir könnten den auch an uns ranziehen, ne? Und dann betäuben. Das wäre so ein bisschen einfacher. Der ist 45. Den sollten wir eigentlich ziemlich schnell schlafen legen können, oder? Wenn wir die richtige Rifle nehmen. Sonst schläft er für immer. Okay. Hey du. Fix. Er schläft. Easy peasy. Okay. Oh, der hat ziemlich viele Hitpoints verloren. Dem geben wir mal die Hälfte der Eier. Und dann warten wir, bis der die frisst, ne? Die müssen ja Eier essen. Und bei den kleinen Eiern muss der wahrscheinlich mehrere fressen, ne? Das wissen wir noch nicht. Mal gucken. So ein Ei stellt ziemlich viel Food wieder her, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern. Könnt ihr mir vorstellen, wir müssen ihn also so ein bisschen beschützen. Das sind Moshops. Brauchen wir einen Moshops? Wäre schon cool, ne? Moshops sind auch immer nett und nice to have. Eieiei. Also, ich habe keine Ahnung, warum das Fernglas jetzt einmal funktioniert hat. Ich habe mich so gefreut. Aber das funktioniert jetzt immer noch nicht. Das war irgendwie gerade so ein Glückstreffer. Gut. Ich warte mal, bis der aufwacht und unsere
Eier frisst, beziehungsweise erstmal die Eier frisst und dann aufwacht. Oh, der braucht richtig viele. Reicht das überhaupt? Das war jetzt eins. 15% mit einem Ei. Das heißt, wir brauchen dann mindestens 7, ne? Oh oh. Das wird knapp. Aber wir haben auf jeden Fall genug. Sollte reichen. Wir haben jetzt noch 7 und der hat schon gefuttert. Aber ich kann mir dann gleich ein paar mehr geben. Ich glaube, das sollte reichen. Gut. Also wir kriegen den auf jeden Fall. Taming Effectiveness ist jetzt nicht wirklich gut. Also der hätte lieber größere Eier. So ein paar Giga-Eier hätte er lieber genommen. Vielleicht hätte da auch eins gereicht. Aber ein Giga haben wir nicht, ne? Die gibt's auf Genesis nicht. Vielleicht, ja, die müssten wir uns von woanders holen. Auf Genesis gibt's keine Gigas, soweit ich weiß. Nur in Missionen. In irgendeiner Mission ist einer unterwegs. Also da freue ich mich auch schon auf diese Giga-Mission. Wir haben keinen Giga, aber es gibt Gigas. Wir können mal den Dillo essen. Isst den mal. Dann ist Bloody Mary auch schon mal satt. Das ist auch nie verkehrt. Und dann warten wir jetzt kurz ab, bis der aufwacht, der Kollege. Bam! Oviraptor, super cool. Level 62 ist er jetzt rausgekommen. Du bist ein R, okay. Nice. Jetzt haben wir mal wieder einen Oviraptor. Ich glaube, wir hatten schon ziemlich lange keinen mehr, ne? Die sind schon echt nützlich für die Eierfarm. Und wenn hier so viele rumlaufen, dann nehmen wir da einfach mal einen mit. Na gut, dann schauen wir mal weiter, ob wir irgendwo einen coolen Frosch finden oder sonst irgendwas richtig Cooles. Raptoren, glaube ich, brauchen wir nicht wirklich, ne? Da gibt es ja auch richtig viele hier und ich mag die auch. Aber wir haben ja schon ziemlich gute Tech-Raptoren und 130er. Und die sind natürlich ein bisschen besser, ne? Da lohnt sich das, glaube ich, gar nicht, so einen X-Raptor mitzunehmen. Auch weil die X-Tiere, glaube ich, gezähmt dann irgendwie keinen Bonus mehr haben, ne? Das habe ich auch noch nicht ganz raus. Aber die scheinen ihren Bonus zu verlieren, wenn man sie zähmt. Also die nehmen dann nicht irgendwie weniger Schaden als andere gezähmte Dinos. Ein 125er Kano brauchen wir nicht wirklich. Aber wenn wir einen 150er sehen, dann nehmen wir den vielleicht mit, ne? Da kann ich dann auch nicht widerstehen. Den 125er lassen wir jetzt mal hier. Gucken, was wir noch so finden. Da oben ist irgendwas. Was ist denn das? Ach, das ist Metall. Das leuchtet auch so. Wir bleiben mal in der Nähe des Bodens. Und cool, dass uns die Insekten in Ruhe lassen. Ich glaube, wir gehen mal so ein bisschen in Richtung Mitte der Map. Da gab es ziemlich viele Frösche, ne? Mal gucken, ob wir da irgendwo noch einen... Da ist einer. Zwei. Hier ist die Frosch-Location. Da ist ein Dillo. Müssen wir die nur finden, ne? Oh, Bloodstalker. Nicht so gut. Steck mal das Fernglas weg. Jetzt kommt auch noch ein Iguanodon. Und eine Boa. Und noch ein Bloodstalker. Das ist nicht gut. Ich traue mich aber nicht so wirklich abzusteigen hier. Vielleicht versuchen wir doch nochmal die Schrotflinte aus dem Sitz. Aber das funktioniert nicht, ne? Nee. Doch. Okay. Was? Ach, das ist... Das ist unser Spino hier, das ist Skiff. Oh, da kommt noch einer. Oh, hat der viele Hitpoints. Was ist das für einer? 95er, okay. Den können wir abknallen. Erwischt. Gut. Also man muss so ein bisschen rückwärts laufen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, ne? Können wir die Boa aufessen? Die ist zu groß, oder? Doch, das geht. Iss sie. Nee, das hat nicht funktioniert. Iss mal die Boa. Ich glaube, ich treffe immer irgendwas anderes. Die haben ja so eine komische Hitbox, ne? Die Schlangen. Aber ich glaube, wir könnten die an uns ranziehen und aufessen. Was ja eigentlich immer ganz witzig ist. Ja? Ich hatte sie fast. Ganz knapp. Beim nächsten Versuch dann. Jawohl. Ich hab sie. Lecker. Heidenboa. Gut. Wie sollte dann Geschichte sein? Jetzt können wir die Flasche checken. Das sind 90er. Und hier drüben? Okay, die ist echt Geschichte. Da hatte ich gerade irgendwas. Da war ja noch eine Kröte, ne? Das sind ja eigentlich Kröten und keine Frösche. Das sind ja Bufos.
Aber wo ist die hin? Bloody Mary, zeig mir mal die andere Kröte. Die versteckt sich so gut. 90 ist jetzt, glaube ich, noch nicht so schön, dass wir die mitnehmen müssen. Der ist auch 90. 92er? Ja, scheinbar, ne? Oder die haben Locations getauscht. Checken wir die nochmal kurz. Hopp. Hopp, hopp. Steck fest. Ich glaube, wir müssen ins Wasser, dass wir die sehen. Kröten? Also wir haben eine Kröte da drüben. Die ist Level 90. Und die andere... Die versteckt sich vor mir. Die ist auch 90. Das sind 92er. Ich hätte schon gerne was über Level 100 auf jeden Fall. Das wäre cool. Also dieser Baum hier ist echt nervig. Ja, ich werde mal so ein bisschen gucken. Hier gibt es ja eigentlich genug. Das sind noch zwei. Also wir sollten drei sogar. Wir sollten auf jeden Fall gute finden. Ich muss halt nur so ein bisschen suchen. Level 25, Level 20, Level 130. Die nehmen wir mit. 130er Kröte. Wir müssen halt so ein bisschen aufräumen, glaube ich. Auch damit wir nicht die ganze Zeit die gleichen Kröten finden. Nimm mal das Fernglas raus. Das ist die Level 20er. Dann räumen wir die auch gleich weg, oder? Bäm. Arme Kröte. Da kommt schon wieder der Schwarm. Die nächste Kröte, die hier noch unterwegs ist, sollte unsere Kröte sein. Da ist sie. Da warten wir kurz, bis sie aus dem Wasser rauskommt, oder? Ich glaube, die schläft beim ersten Treffer wahrscheinlich. Wir müssen halt aufpassen, weil wenn sie nicht sofort schläft, dann schlafe ich ziemlich schnell, ne? Weil die haben so ein fieses Gift und die betäuben uns, wenn sie uns erwischen. Und die sind super schnell im Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Kröte? Da ist sie immer noch. Wie kriegen wir die denn da raus? Wir könnten sie mit dem Bloodstalker rausziehen und dann betäuben. Aber Bloody Mary macht inzwischen ziemlich viel Schaden. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich glaube, ich warte ab, bis sie da rauskommt. Oder ich hau sie einmal mit der Faust. Aber das ist schon ziemlich risikoreich. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ja, so anders wird das nicht funktionieren. Oh, oh. Legst mich weg. Oh, sie hat mich geschleckt. Falsch. Können wir uns hinter dem Baum verstecken? Das war der Baum. Nein, können wir nicht. Das ist ja arg. Da geht das nicht. Jetzt haut sie ab. Die sieht irgendwie verwundet aus. Ich glaube, sie schläft. Okay, sammeln wir mal den Dart wieder ein. Dankeschön. Okay. Die glänzt so komisch, aber die ist nicht verwundet. Das ist normal. Die glänzen wohl, die Kröten. Wie viel Torpor haben wir? Ein Punkt, also 0 Punkte. Gut, die Buff ist weg. Alles in Ordnung. Ja, und dann müssen wir die jetzt füttern, ne? Die mögen, glaube ich, am liebsten Lammkoteletts. Da sind die Dinger. So viele brauchen wir, glaube ich, nicht. Jawohl! Das geht super schnell. Ja, also die sind ja ziemlich groß. Das sind keine normalen Kröten. Die sind schon so ein bisschen größer. Also die fressen mindestens ein Schaf am Tag. Die mögen am liebsten Lammkoteletts. Oder ganze Schafe natürlich. Gut, Bloody Mary, du kommst mal mit darüber. Das ist jetzt, war das ein Weibchen? Wir brauchen dann noch ein Männchen, ne? Ne, das ist ein Männchen, also wir brauchen noch ein Weibchen. Der reckt schon wieder fleißig Hitpoints hoch, das ist schon mal gut. Oder? Na, der hatte nicht so viel Schaden genommen, ne? Das war der Oviraptor, der so viel Schaden genommen hatte. Alles gut. Okay, ja. Den nehmen wir jetzt mit. Super cool. Belzebufo. Ich habe auch schon Sättel für die dabei. Das war nämlich der Plan, dass wir heute welche zähmen. Und da gibt es ja definitiv genug. Das heißt, da finden wir immer welche. Vielleicht keine 150, aber trotzdem gute. Und ich habe auch mal so einen Tech-Belzebufo-Sattel gebaut. Den können wir gleich mal ausprobieren. Aber der funktioniert nur auf dem Tech-Belzebufo scheinbar. Gut, dass ich den anderen mitgenommen habe. Ja, also es gibt ja... Ich glaube, der ist aus der... Aus der Tech Dino Plus Mod. Und der ist dann nur für die entsprechenden Dinos gedacht. Was ist denn so schwer? Die ganzen Waffen, ne? Der kann einfach nichts tragen. Was machen wir denn mit dem?
Ich darf den ja nicht hochleveln, weil wir dann die... Ja gut, das ist nicht so wichtig zum Nachzüchten dann, ne? Dass wir die Statistiken kennen und so. Aber die sind auf jeden Fall ziemlich gut zum Chitin sammeln. Deswegen müssen wir wahrscheinlich doch so ein bisschen Gewicht leveln, ehrlich gesagt. Weil sonst kann der mich überhaupt nicht tragen. Ich habe jetzt nicht viel an Bord. Die zwei Eier sind schwer. Und natürlich die Waffen. Aber die Waffen hätte ich schon gern dabei, wenn ich ausreite. Die... Wir haben jetzt 217 von 236 Gewicht. Da müssten wir uns doch eigentlich bewegen können. Ich verstehe das gerade gar nicht. Too heavy to jump. Das ist komisch. Na gut. Wir packen den jetzt erstmal ein und dann können wir den immer noch später ausreiten. Wir müssen dann halt so ein paar Waffen zu Hause lassen oder so. Das ist halt ein Basic Bufo, ne? Das ist kein Packesel. Gut, der ist eingesackt. Jetzt brauchen wir noch, wie gesagt, ein Weibchen. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein richtig gutes Weibchen. Ich denke, das sollte auch gar nicht allzu lange dauern. Wie gesagt, die gibt es hier wie Sand am Meer, die Frösche. Insekten gibt es auch immer ziemlich viele. Und... Was war das? Oh, das ist ein... Das ist ein Bienennest. Wollen wir ein bisschen Honig mitnehmen? Das wäre mega cool. Ich glaube, das machen wir. Wir haben ja so einen Kletterhaken dabei. Dann klettern wir da hoch. Und die... Ich habe keine gute Waffe dabei, ne? So ein Schwert oder so wäre gut, um die dann wegzupieksen. Da müssen wir dann einfach unsere Axt nehmen oder so. Weil die werden mich dann angreifen, wenn ich da Honig klau. Egal, wir brauchen ein bisschen Honig. Daraus können wir uns nämlich Sachen herstellen. Coole Sachen. Oh oh. Nix wie weg. Wie? Oh, da sind sie alle. Lasst mich. Oh, die machen echt Aua. Level 5er Bienen sind es. Eine noch? Okay. Ich glaube, wir haben alle. Oh, Bloody Mary. Nichts wie weg. Die sind gefährlich. Raptoren. X-Raptor. Ich habe ihn kurz gesehen, aber ich habe das Level wieder nicht gesehen. Wieder nicht. Das ist halt echt super kurz. Die wir steigen ab. Wir gucken mal kurz, was die für ein Level haben. Wenn wir so einen 150er sehen, dann können wir den schon mitnehmen. Ein Level 20er Dädon. Der eine war Level 100 und der andere 90. Gut. Nicht so gut. Dann lassen wir die da stehen. Da hinten ist das Dädon. Ein Dillo. Wir wollen Frösche. Oh, da sind Terror Birds. Die tragen ihren Namen nicht zu Unrecht. Deswegen müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe hier so eine Dung Beetle gefunden. Der wäre richtig cool für unser Gewächshaus, ne? Haben wir auch noch nicht. Aber ich habe auch keine Pupu aktuell. Da müssen wir jetzt erstmal Dino-Pupu finden. Der Honig hält auch nicht super lange, ne? Wir müssen bald nach Hause zum Kühlschrank. Gucken wir mal, ob wir irgendwo Dino-Pupu finden. Gibt es hier nicht irgendwo ein Bronto in der Gegend? Die Terror Birds mussten scheinbar noch nicht. Jetzt hat er mich gesehen. Oh, voll daneben geschossen. Wie? Aua. Die sind aufgeräumt. Okay. Hätten wir bloß ein bisschen Dino-Pupu mitgenommen, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es hier auch so Dungbeetle gibt. Ich glaube, da ist ein Kendro und ein Stego. Wir gehen einfach mal suchen. Wir finden den Beetle ja relativ schnell wieder mit Bloody Mary. Die sind schon super praktisch, die Bloodstalker. Wir sehen den ja. Lass mal kurz ein paar Steaks essen. Da hinten läuft noch irgendwas Gefährliches rum. So gefährliche Sachen haben auch immer einen ziemlich schnellen Stoffwechsel, ne? Ah, das ist ein Frosch. Ich weiß nicht, ob der schon aufs Klo musste. 145er. Männchen? Weibchen. Jackpot. Er schläft. Super cool. Kleine Injection in den Hintern und er schläft. Jetzt schauen wir kurz, ob der mal schon mal auf dem Klo war. Aber ich glaube noch nicht. Das heißt, wir müssen weitersuchen. Aber wir haben jetzt einen mega coolen Frosch. Fast.
Der muss jetzt nur unser Fleisch essen, dann gehört er uns. Mal gucken, ob er widerstehen kann. Ich glaube nicht. Gut, dann gucken wir jetzt mal, ob wir vielleicht da hinten beim Stego... Ich lasse den da einfach liegen. Ich glaube nicht, dass dem was passiert. Die Terrorbats haben wir aufgeräumt. Wir gucken mal, ob der Stego vielleicht schon irgendwo ein paar Pupus liegen hat lassen. Ich glaube, wir haben genug Frösche, oder? Sollen wir den noch checken? Wenn wir jetzt noch ein Männchen mit Level 150 finden, dann nehmen wir das halt auch noch mit, ne? Da ist er. Hat mich ausgetrickst. Ist nur ein Level 50er. Ich habe eine Idee. Da ist ja ein Fiomia unterwegs, ne? Was ist denn, wenn wir das Fiomia mitnehmen? Ich glaube, das kann uns mit Pupu helfen, ne? Oh, da ist ein Dedon. Der ist Level 50. Schlaf! Okay. Der hat nicht lange widerstanden. Oh, wir haben schon eins. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, die sind zu klein. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Und wir hätten jetzt auch einfach das Dedon noch ein Weilchen verfolgen können, ne? Okay, das ist schon ein Haufen Beeren. Du kriegst Measure Berries. Die magst du, glaube ich, am liebsten. Ja, und die können sowieso nicht widerstehen. Die rüsseln das jetzt weg. Oder wie auch immer man das nennt bei den Fiomias. Die klingen einfach super. Und dann sollten wir Pupu haben, theoretisch. Da ist noch ein Frosch. Da sind auch Insekten. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Dedon, ehrlich gesagt. Der kommt bestimmt irgendwann. Spätestens jetzt. Oh! Die haben einfach so viele Hitpoints und die heilen sich so schnell hoch. Okay. Wir sollten wieder safe sein. Jetzt hat er gerade wieder einen reingezogen. Bam, bam, eine noch. Das dauert nicht mehr lange. Level 100. Ich glaube, wir haben noch keinen, wie gesagt. Bam, bam. Accept. Mega cool. Das Emote vom Zähmen, das kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich so oft schon mal gesehen habe. Fiomias hatten wir auch schon ziemlich lange nicht mehr. Es gibt einfach schon so viele Tiere in Ark. Bam, bam. Das nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir die noch. Dann gehen wir jetzt den Frosch holen. Und ah, das Fiomia müssen wir dann direkt nochmal rauswerfen und mit Stimberries füttern. Da haben wir auch ein paar. Und dann, glaube ich, können wir loslegen mit dem Käfer. Da ist der Käfer, ne? Jetzt müssen wir nur... Da vorne ist der Frosch. Da sind noch mehr Frösche, ne? Ich glaube, der Frosch ist schon fertig. Gucken wir mal kurz. Ja, der ist schon fertig. Komm mal her, du. Komm mal zu mir. Das Fiomia schmeißen wir noch mal kurz raus. Oh, das wird eine mega XXL-Zähm-Episode hier. Ich seh's schon. Du fliegst? Oh, perfekt. Nee, gib mal das daher. Dankeschön. Dann kriegst du noch ein paar Stimberries. Ungefähr so. Mh, voll lecker, ne? Oh. Das sollte auf jeden Fall reichen. Fiomia, pack mal wieder ein. Das nehmen wir alles mit. Weil die Käfer, die mögen das ganz gerne. Ist komisch, aber ist so. Gut. Da vorne ist der Käfer. Die sind ein bisschen übel gelaunt, diese Käfer. Da muss man vorsichtig sein. Okay. Nice. Jetzt haben wir noch einen Dungbeetle. Können wir die alle mit nach Hause nehmen? Wir haben noch... Oh, wir haben nicht genug Cryopods, glaube ich. Das ist schlecht. Base Bufo packen wir noch ein. Level 217. Also das war ein wirklich guter Fund. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr Dünger, als wir eigentlich brauchten, ne? Ein bisschen mehr Dino-Pupu. Wem folgst denn du gerade? Wenn du mir folgst, dann sollst du mir eigentlich hinterherlaufen, ne? Irgendwie folgen heißt hinterherlaufen. Das musst du ja noch lernen. Was ist das? Base Bufo. Okay. Dann gehen wir, glaube ich, wieder nach Hause. Wir haben jetzt leider keinen Cryopod mehr, um den Dungbeetle einzupacken. Das heißt, wir teleportieren uns einfach so. Wir können auch Bloody Mary nicht einpacken. Ich hoffe einfach, dass der Teleport funktioniert. Wir werden sehen. Und dass wir alle sicher zu Hause im Ocean Biome landen. Auf geht's. Ocean? Bock? Ocean Biome. Süden. Schauen wir mal. Den können wir ja hochheben, ne? Immerhin. Ich weiß nicht, ob das irgendwas hilft, aber es ist bestimmt sicherer, als wenn wir ihn sitzen lassen. Wir haben so einen Mega-Käfer.
Jetzt können wir direkt das Gewächshaus ein bisschen upgraden. Wir haben Fiomia, wir haben den Käfer. Super cool. Freut sich unser Gewächshaus. Bam, da sind wir. Das war das Fiomia, ne? Ich wollte eigentlich den Käfer. Ach, den habe ich sogar noch in der Hand. Super cool. Das funktioniert ja mega. Wir haben jetzt nach dem Teleport immer noch den Käfer in der Hand. Ich bin begeistert. Dann bringen wir den erstmal ins Gewächshaus. Hier haben wir eine Doppeltür, da passt er auf jeden Fall durch. So. Der kann hier dann spazieren gehen, so viel er will. Die müssen wir erstmal auf Wandering stellen, ne? Enable Wandering. Ich weiß gar nicht, ob die noch wandern müssen. Vielleicht auch nicht. Da bin ich mir gar nicht sicher. So, mehr kann er nicht tragen. Braucht er sonst noch irgendwas? Ich glaube, die brauchen nur Animal Fishies, ne? Und die restlichen Fischis können wir mal hier mit reinpacken. Nee, können wir nicht. Das ist alles voll. Die sind schon komplett voll hier. Oh doch, da geht noch was rein. Gut. Perfekt. Den Honig. Können wir hier Honig anpflanzen? Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Operation Arc? Nein, können wir nicht. Also Honig haben wir nur den wir haben. Das wäre zu schön gewesen. Den packe ich jetzt sofort in den Kühlschrank, dass der uns nicht verloren geht. Da müssen wir noch kurz ins Gewächshaus. Wir müssen ja den Fiomia da noch mit reinsetzen, ne? Tun wir den Honig mal hier mit rein. Haben wir hier Honig? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon Honig geholt hätten. Nee, haben wir nicht. Das ist nämlich ganz schön gefährlich. Wir haben es ja gesehen. Honig holen ist ziemlich böse. Dann schmeißen wir unser Fiomia auch noch raus. Dem werde ich es dann noch so ein bisschen gemütlicher machen, irgendwo in der Ecke. Das braucht es natürlich ein bisschen gemütlicher als hier den Steinboden, das ist klar. So. Und dann haben wir auch auf jeden Fall genug Dünger. Sollten wir eigentlich so auch haben, ne? Wir haben sowieso alles voll. Aber es ist trotzdem immer cool, ein Fiomia zu haben. Wie nennen wir die denn alle? Du heißt auf jeden Fall Bug. Unser Fiomia. Wie nennen wir dich? Du bist ein Männchen, ne? Ich glaube, da fällt mir noch ein guter Name ein. Da warten wir nochmal, bis mir was Cooles einfällt. Und da brauchen wir wieder was Neues. Fiomia-Namen. Ich weiß nicht mehr, wie unsere letzten hießen. Wahrscheinlich wird es wieder genauso heißen wie das letzte, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Wir haben schon so viele Dino-Namen inzwischen. Was wir auf jeden Fall jetzt noch zum Abschluss machen, ist, dass wir uns nochmal den Basilo anschauen. Wir haben, glaube ich, einen Basilo-Sattel. Der sitzt ja auch schon bei uns im Hafen für eine Weile. Genau, das ist ein Basilisk und das ist ein Basilo. Basilosaurus-Sattel. Und dann gucken wir mal, was der drauf hat, ne? Das wollten wir auf jeden Fall auch noch machen. Jump. Da sind wir. Gut. Wo ist er denn, der Basilo? Ich glaube, da unten. Da ist er. X-Basilosaurus, Level 209. Und der ist, glaube ich, schon zwei Episoden hier unterwegs. Der hat schon Öl hergestellt. Also das ist eins der Dinge, die können, was super cool ist. Ich denke, dass wir den auf jeden Fall auf Hitpoints leveln, dass der so ein bisschen unser Tank wird. Und was der sonst so macht, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, die Basilos sind ja komplett immun gegen so ziemlich alle Attacken im Meer. Die sind immun gegen Quallen. Gut, der macht auch ordentlich Schaden, ne? Immerhin 200. Aber mit einem Moser ist das jetzt nicht vergleichbar. Der hat jetzt momentan 440 Millidamage. Das ist ja nicht mal schlecht eigentlich. Von der Geschwindigkeit her ist er auch nicht mit Mosas vergleichbar. Der ist ziemlich schwerfällig. Schwerfällig nicht, ne? Das stimmt nicht. Der hat einen super coolen Wendekreis. Aber der ist halt ziemlich langsam. Bei dem müsste man fast so ein bisschen Movement Speed leveln. Stamina reckt mega schnell hoch. Das ist nice. Wir verlieren aber auch ziemlich schnell ziemlich viel. Sieht aus, als würden wir schneller schwimmen, wenn wir zuhapsen. Aber ich glaube, das täuscht. Ich weiß nicht recht. Also zum Kämpfen glaube ich eher nicht. 200 ist jetzt nichts, womit wir wirklich kämpfen können. Und der ist ja schon gut, ne? Der hat ja schon 440% Melee-Damage. Das können wir natürlich noch hochleveln. Wir können da bestimmt irgendwie 400 bis 600 Schaden machen.
Aber das ist dann immer noch nicht viel. Wenn wir mal vergleichen mit Blue. Blue ist ja nicht hochgelevelt. Blue ist ein 210er, also die sind gut vergleichbar. Beide noch nicht hochgelevelt. Und Blue macht 360. Also schon um die Hälfte mehr. Beziehungsweise noch eine ganze Ecke mehr. Also ich glaube, die können nicht mit den Mosas mithalten. Aber das sind auch coole Wasserdinos, einfach weil sie immun sind gegen die ganzen Angriffe. Wenn wir zum Beispiel Quallengift sammeln wollen, dann sind das unsere besten Kollegen. Außerdem sind die cool zum Beispiel für Snow Biome, weil die geben uns, glaube ich, so einen Insulation Buff, ne? Genau. Der gibt uns so einen Insulation Buff. Ich glaube auch, wenn wir in seiner Nähe sind, einfach nur, oder? 200, 208. Ne, jetzt haben wir den nicht mehr. Und jetzt haben wir... Moment. Jetzt ist er da. Wow, 760, 770. Also ein richtig, richtig dicker Insulation Buff. Das heißt, uns wird nicht zu heiß und uns wird nicht zu kalt. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo es super heiß ist, was jetzt im Meer eigentlich nicht gibt, ne? Dann hilft er uns, aber im Snow Biome zum Beispiel würde er uns auch helfen. Wenn wir auf die Island im Snow Biome rumschwimmen oder so, da wird uns dann nicht kalt, wenn wir ein Basilo dabei haben. Also die sind super, super praktisch und können richtig viel. Die sind unglaublich vielseitig. Aber zum Kämpfen würde ich die jetzt, glaube ich, nicht einsetzen wollen. Auch wenn sie mega cool aussehen. Und viel besser zu steuern sind als die Mosas, ne? Ich glaube auch, dass wir von den Hitpoints leichter höher kommen, ne? Also wir sind jetzt bei 20.000. Der ist Level 215. Blue? Gut, das ist auch vergleichbar. 20.000 mit Level 213. Also die Mosas haben ein bisschen mehr Hitpoints und machen ein bisschen mehr Schaden, sind dafür halt ein bisschen größer und ein bisschen umständlicher. Also Wendekreis ist bei Mosa wahrscheinlich, weiß nicht, 5 bis 10 mal so groß. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber wenn wir kämpfen wollen, wenn wir so richtige Tanks wollen, dann sollten wir weiter auf die Mosas setzen, denke ich. Na gut. Ich glaube, wir sind schon wieder sehr lange dabei. Wir müssen langsam schon wieder Schluss machen. Wir haben heute richtig viel geschafft. Wir haben 2 ziemlich coole Basebufos gefunden. Mit denen habe ich auch noch was vor, wie ihr euch denken könnt. Ein 217er und ein 194er. Wir könnten bestimmt noch ein besseres Männchen finden, wenn wir ein bisschen suchen, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir ein schöneres finden. Der ist nämlich echt hübsch. Super hübsch. Und die haben beide so orange Augen. Also ich finde das Grün auch ganz nett. Das ist irgendwie ein bisschen grell, komisches Grün. Das sieht sehr ulkig aus. Aber sieht trotzdem irgendwie witzig aus. Aber der Dunkle ist einfach viel hübscher, oder? Was meint ihr? Das Männchen ist hier der Hübschere. Mal gucken, was da rauskommt. Hoffentlich einfarbig und nicht irgendwie gemischt. Das wäre super komisch. Aber ich glaube, wenn sich deine Farbe ändert, dann vielleicht die Streifen oder halt die komplette Färbung. Mal gucken, ne? Mal gucken, was rauskommt. Vielleicht kriegen die dann irgendwie blaue Augen oder so. Vielleicht kriegen wir eine Farbmutation. Kann ja auch sein. Ja, und dann haben wir noch so einen Oviraptor. Den werde ich hochbringen. Der kommt bei uns ins Hauptgebäude. Und der wird dafür sorgen, dass unsere Dinos gut Eier legen. Das ist auch mega cool. Ich glaube, die müssen auch nicht mehr auf Wandering sein, sondern die verteilen den Buff auch so. Früher hat man die ja immer mit Metallbarren vollgepackt oder so, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Oder mit Stein einfach. Und dann auf Wandering gestellt, damit man den Buff kriegt, ne? Weil den hat man nur bei Wandering bekommen. Ich glaube, inzwischen geben die den auch so. Müssen wir mal schauen. Basebufos legen keine Eier, deswegen kriegen die auch den Eierbuff nicht. Das müssen wir dann oben gucken. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir haben ein paar coole Frösche gezähmt, wir haben Oviraptor gezähmt, wir haben den Basilo kurz angeguckt. Also mal gucken, was wir mit dem machen. Wenn wir irgendwelche richtig gefährlichen Sachen vorhaben, dann schnappen wir uns vielleicht doch den Basilo. Einfach, damit wir sicher sind, weil dann kann uns nichts passieren. Auf dem Basilo sind wir fast zu 100% sicher. Ja, und das Gewächshaus hat auch ein paar Upgrades bekommen, mit einem Käfer und einem Fiomia. Also, ziemlich viel geschafft heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode Ark Genesis. Bis dann. Tschüss. Hey.